Hallo, grüß euch, das ist der Bernhard von Ruta Toys. Schön, dass ihr dabei seid. Mich freut's. Und heute das Stillleben einer deutschen TV-Bildstörung aus den 80ern. Nein. Und zwar, ich schieb's mal her. Ich wollte eigentlich mit dieser Krawatte präsentieren. Ich sitze ja gerade am Boden. Ist nämlich ein Platzproblem. Aber es ist schon so spät. Wir haben jetzt über 2 Stunden, glaube ich, schon, oder 2,5 Stunden haben wir jetzt etwas für euch aufgebaut. Was wir am Freitag endlich bekommen haben und die Leute wirklich schon darauf gewartet haben. Es sind schon die ersten Sets weg. Wir bestellen natürlich nach, genauso wie die Wildschweinjagd. Die war jetzt in unserer Aktionssache nicht dabei und ich glaube, jetzt habe ich mich bereits verraten. Und zwar, Asterix und Obelix ist da. Und wir legen gleich volle Kanne los und zwar mit den Römern. Es gibt einmal diesen Vierer-Römer-Trupp. Römer kann man nämlich nicht zu Genüge haben, denn die fliegen ja gerne durch die Luft und sind dann irgendwann kaputt. Dann gibt es noch dieses Set mit dem kleinen Busch rechts, mit den Römer-Generälen, also so steht es auch drauf, aber mit den, sag einfach mit Centurio, mit den Centurios, Centurien, keine Ahnung, wie was die Mehrzahl von Centurio ist. Mit dem Zelt ist übrigens so aus, ja, Stoff ist, man sieht es eh, wie es da ein bisschen durchhängt, mit Leopardenfell, das ist übrigens das teuerste, weil Original Leopardenfell, nein, kein Original Leopardenfell, und Gott, das bin doch gleich die Peter daher. Also wie gesagt, das Generalzelt, meine Güte, man merkt, es ist schon spät, also entschuldigt, wenn manchmal ein bisschen was komisch ist, die für Römer extra, das Zelt mit den Generälen extra. Dann geht's weiter, meine Freunde, zu den Dorftoren. Das ist aber alles schon in einem Set mit dabei. Der Baum, der Busch, das Wildschwein, die Kuh, der Zaun, die Eule, die Strohballen, der andere Baum, das Tor, das sie natürlich verriegeln und öffnen. Und da sieht man auch schon die Hauptattraktion, die große Feier. Also die große Feier ist mit dabei bei den Toren und das Haus von Obelix und Asterix. Da ist übrigens das Zubehör, was dabei ist auch noch für die Behausung von Asterix und Obelix. Und da sind auch schon unsere Hauptcharaktere. Ich zoome mal über das Eichhörnchen hinweg. Da ist Obelix mit Hinkelstein an die Playmobil-Fans. Ich bin jetzt eher der Oleg-Mensch, ne? Aber diese bewegbaren Arme wie Obelix hat, habe ich das erste Mal von der Technik her bei Duck on Call gesehen. Also mit der Ente. Der hat nämlich auch bewegbare Flügel. Vielleicht war das so das Grundprinzip, auf dem Obelix aufgebaut worden ist. Egal. Wir sind jetzt bei Asterix und Obelix und damit geht es auch weiter. Ein kleines Gewinnspiel. Wer findet Idefix? Die Lösung findet in 3, 2, 1 statt. Da. Also unser Boden ist ideal für Idefix als Tarnung. Ja, aber man sieht ihn. Also wie gesagt, Asterix Obelix ist dabei. Dann sind auch diese 4 Herren noch mit am Start. Und ich denke mal, dass das der Vollballer sein sollte. Es ist leider nichts dabei gestanden. Ich gehe mal davon aus, dass Vollballer ist mit Blumenkorb. Dann schwenken wir weiter zu Majestix. Richtig, Majestix Behausung. Das ist übrigens das Zubehör von Majestix Behausung, also der Ofen und das ganze Essen, Tischdecke. Ich denke, es ist eine Tischdecke, ist auch nicht dabei gestanden, was es ist. Vielleicht ist es auch, keine Ahnung, irgendwas von Gute Mine. Und die ist natürlich auch dabei. Leider sieht man es jetzt nicht so, aber die hat ein Wendegesicht. Die kann einmal wirklich die gute Mine zeigen und einmal die böse Mine, wenn Römer kommen. Ich schwenke jetzt mal ein bisschen ums Eck. Da ist auch noch der Häuptlingsthron mit dabei, mit Leiter. Und es lässt sich seitlich immer der Deckel öffnen, dass man auch intern was spielen kann. Der Kuhkopf ist mit drin. Und dann geht es auch schon weiter zu Miraculix. Miraculix, toller Baum dabei. Mit Zaubertrankkessel, den ganzen Zubehör. Mit Methusalix. Und wer ist der Kerl? Das wird nämlich Gott sei Dank gesagt, das ist ein römischer Spion, der sich zu den Galliern eingeschlichen hat, um zur Formel des geheimen Zaubertranks zu kommen. Es ist auch ein schwarzer Haarsatz mit dabei, dass man ihn quasi wieder zum Römer verwandeln kann. Und jetzt schwenken wir rüber zu... Na? Da hängt er zu unseren Trubadix.
Richtig, es ist so toll. Die haben an alles gedacht. Also die haben wirklich den Strick mit dabei, dass man den guten an den Baum hängen kann. Sabrina hat mich gefragt beim Aufbau, weil sie hat einen Trubadix gebaut. Soll man oder soll man nicht? Also wenn, dann, es ist die große Feier im Gange, da muss Trubadix einfach am Baum hängen. Ich finde es genial, da sind noch ein paar Zubehörsachen mit dabei. Sabrina hat übrigens die Einrichtung im Haus gelassen. Es ist auch ein Bett, glaube ich, mit dabei, wahrscheinlich ein Tisch und Stühle. Baumstamm statt Tisch. Okay, Baumstamm statt Tisch, egal. Er hängt eh nur drum rum. Also von daher kann die Party losgehen. Es ist Wahnsinn, was da alles an Zubehör mit dabei ist. Es ist gigantisch. Also ich muss ehrlich sagen, ich bin total Asterix und Obelix Fan. Ich feiere das Teil so. Und wir werden auch den Asterix und Obelix Playmobil Adventskalender zu uns herbestellen. Also wer einen haben will, ich weiß nicht, wie viel das wir bekommen, aber die bekommen wir her. Da sind übrigens die Piraten mit dabei. Meine großen Hoffnungen beruhen ja darauf, dass jetzt noch die anderen Häuser dazu bekommen. Ich muss jetzt sagen, ich habe jetzt alle Namen soweit intus gehabt, aber von den beiden fällt es mir jetzt nicht mehr ein. Ich glaube, das eine ist Automatics und der Fischverkäufer fällt mir jetzt echt nicht mehr ein. Dass wir vielleicht die beiden noch mit den Häusern bekommen, jeweils einzeln natürlich mit Haus bzw. Stand. Und ja gut, ausbaufähig ist ja das Asterix und Obelix Thema zu Cäsar bis hin zum Teil vom Kolosseum bei den Briten, dann mit Kleopatra, mit Pyramiden und weiß der Geier. Also es ist gigantisch. Ich bin total begeistert, Sabrina ist begeistert, alle sind begeistert, die Gallier sind begeistert. Unser Produkttester wird morgen begeistert sein. Wer nicht begeistert ist, dieses Wildschwein. Das landet nämlich hier. Und die Römer, denn die wissen es noch gar nicht, die landen irgendwo in den Bäumen. Und Obelix hat wieder Römerhelme zum Sammeln. Ah ja, bei den Römern kann man auch die Gesichter umtauschen, ne? Die Römer haben auch wenige Gesichter. Mhm. Wie denn? Freundlich und panisch, oder? Ja. Okay. Dann habe ich nicht gehabt. Also wie gesagt, super tolles Set. Ich finde es gigantisch. An die Oleg-Gemeinde, ne? Es hat ja bei Lidl das gegeben. Und ich bin ehrlich gesagt froh, dass ich gesagt habe, ich spare mir das Geld für das hier auf. Ihr wisst, mein Herz schlägt für die Steinchen, aber hier ist es genau andersrum. Also hier schlägt es definitiv für Playmobil. Ich feiere es. Ich feiere es einfach. Die Figuren sind einfach super gemacht. Es ist gigantisch. Riesiger Wiedererkennungswert. Ich glaube, dass auch ein riesiger Spielwert dabei ist. Wobei es für mich, ehrlich gesagt, eher Sammlerwert ist. Also, was heißt Sammlerwert? Ich werde es aufbauen, schön zur Deko. Aber morgen kommt sowieso mal Janik drüber. Also, Sabrina, du weißt die große Aufgabe. Weh, es geht was verloren. Ja, das ist ein Wildschwein. Ja, also wie gesagt, man sieht im Hintergrund ja die Set-Schachteln. Die Wildschweinjagd ist bei uns in Aktion, also bei uns in Aktionsbundles nicht dabei. Weiß nicht warum, vielleicht haben die Wildschweine Angst. Aber es wurde schon nachgefragt, wir werden schauen, dass wir es herbekommen noch. Ansonsten ist also Wildschweinjagd ist nichts anderes wie ein Baum, Asterix und Obelix und der Wildsau. Und ich glaube, der Idefix ist mit dabei. Ansonsten muss man das riesige Set kaufen mit Gebäude, aber ich sage einmal, jetzt nicht aus Ding, weil ich die Sachen verkaufen will, aber es muss einfach alles zusammen irgendwie. Also da kann man fast nicht aus. Es muss zusammen, vor allem wenn es dann weitergeht, dass man das ganze Dorf beieinander hat. Und an Playmobil bzw. die Firma Brandstätter, wenn jemand hier zusieht oder zuhört, bringt die Zäune raus. Bringt die Zäune raus, so mit 8er-Set, 10er-Set, dass er wirklich das Dorf schön umranden kann. Das wäre cool, ja. Das ist ja wirklich eine coole Sache. Ja genau, die Bude von Miraculix, die fehlt ja auch noch. Es fehlen eigentlich nur ein paar Häuser, aber ich sag mal, von den Hauptcharakteren wäre es schon cool, wenn da noch was nachkommt. Natürlich kann Playmobil nicht alles auf einmal raushauen. Das ist schon klar, man muss immer stückelweise anfangen und gut ist. Ja, aber es ist ein schönes Stück, was gemacht haben. Auf alle Fälle. Also wie gesagt, ich rede mich gerade um Kopf und Kragen, weil ich einfach so begeistert davon bin. Ich bin extrem müde und möchte eigentlich gerne ein bisschen noch damit spielen. Nein, es geht jetzt dann ins Bett. Ja, leider. Also von daher, ich wünsche euch jetzt noch einen... Achso, bevor ich jetzt aufhöre, oh mein Gott,
Also bis jetzt hat sich der 250. Abonnent noch nicht gefunden. Das heißt, wir können uns darauf einstellen, dass diese Figur von Warhammer verlost wird. Das heißt, verlost in einem Gewinnspiel teilnimmt. Und wir haben uns dazu entschlossen, dass das Ganze am kommenden Samstag stattfinden wird. Und zwar abends. Die Uhrzeit wissen wir noch nicht so genau. Ich denke mal, dass das Ganze so um 8:30 losgehen wird. Open End nicht. Sabrina und ich werden was bauen. Also bei mir ist ja klar, dass ich was bauen werde. Für Sabrina ist es im Endeffekt ein... Premiere. Also wir sind gespannt drauf. Und Martin, falls du bis jetzt durchgehalten hast, wir werden diese Turm-Challenge schon noch, beziehungsweise wir akzeptieren sie und werden sie auch noch machen. Aber wir müssen einfach mal erst die Steinchen zusammensuchen und dann Sabrina anwärmen, weil du hast ja gesagt, Sabrina ist dafür auserwählt worden. Von daher, du weißt Bescheid. Also gesagt, wir machen da auf alle Fälle mit. Es wird noch ein bisschen dauern. Wir kämpfen zurzeit einfach um die Zeit, dass wir unsere Videos wieder machen und dass wir andere Sachen machen, die ein bisschen unseren Kanal wieder Leben einhauchen, durch das, dass jetzt so viele neue Abonnenten wieder mit dabei sind und euch gut unterhalten können. Ja, und 260 haben wir mittlerweile. Ja, super. Und bevor wir jetzt da ich mich weiter um Kopf und Kragen rede und vielleicht Verlust der deutschen Muttersprache bringen werde, wünsche ich euch, du auch Sabrina, oder? Natürlich. Einen schönen Abend oder guten Morgen, wann immer ihr auch zuseht. Von daher macht es gut. Tschüss, euer Bernhard. Und Sabrina. Ciao. Tschüss.